Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Lernzyklus über den Prozentkreis. Heute werden wir uns gemeinsam ein paar Beispiele anschauen. Und los geht's! Ich habe hier die erste Aufgabe für dich mitgebracht. Wir wollen nämlich 40% mit Hilfe eines Prozentkreises darstellen. Okay, zuerst müssen wir uns einmal überlegen, wie viel Grad denn 40% sind. Das ist wichtig, dass wir den Prozentkreis anschließend zeichnen können. Na gut, vom letzten Video wissen wir noch, dass 100%, also der ganze Kreis, genau 360 Grad sind. Okay, das bedeutet, dass 1%, genau, das ist dasselbe wie 3,6. Wieso? Da wir durch 100 dividiert haben. Ich schreibe es seitlich nochmal dazu. Okay. Auf der anderen Seite muss ich das natürlich auch machen. Schließlich ist es unser Ziel, die 40% in Grad zu schreiben. Das können wir jetzt machen. 40% sind, klar, wir müssen jetzt mit 40 multiplizieren, denn 1 mal 40 ist genau 40. Das heißt, wir rechnen 3,6 mal 40. Ich schreibe das hier in einer Nebenrechnung noch einmal für dich auf. Los geht's. 4 mal 6, das ist 24. 4 schreibe ich hin, 2 merke ich mir. 4 mal 3, das ist 12. Jetzt muss ich noch die 2 dazu addieren. Das heißt, es bleiben 14 stehen. 0 hänge ich hinten wieder an. Komma nicht vergessen. Das heißt, 40% sind genau 144 Grad. Ich schreibe es oben wieder dazu. Das ist wichtig, dass wir das jetzt wissen, denn so können wir den passenden Kreissektor in unserem Kreis einzeichnen. Ich stelle meinen Zirkel wieder beliebig ein und zeichne einmal einen Kreis. Dieser Kreis entspricht jetzt genau 100%. Wir wollen von den 100% 40% einzeichnen. Dass wir das können, müssen wir zuerst den Radius des Kreises einzeichnen. Wo der ist, ist eigentlich egal. 144 Grad sollen wir jetzt zeichnen. Das heißt, wir legen das Geodreieck richtig an den Radius an. 0 liegt beim Mittelpunkt. Und jetzt müssen wir 44 Grad abschlagen. Das ist jetzt auf der linken Seite des Geodreiecks. Hier ist 140, das heißt, ein Stück daneben sind die 144. Ich mache mir wieder einen Hilfspunkt und verbinde und kann dadurch jetzt hier einen Radius einzeichnen. Dadurch erhalte ich jetzt einen Kreissektor. Ich markiere ihn gleich wieder farbig, dass ich nicht auf die falsche Idee komme und den anderen Teil meines Kreises für meine Prozent halte. Das sind also 40%. Ja, das kommt hin, denn es ist ein bisschen weniger als 50% und 50% ist genau die Hälfte vom Kreis. Das haben wir das letzte Mal gesagt. Okay. Hier siehst du nochmal, das sind 40% von dem ganzen Kreis. Perfekt. Ich habe jetzt noch eine zweite Aufgabe für dich mitgebracht. Wir wollen in dieser Aufgabe 92% mit einem Prozentkreis darstellen. Ich lege hier gleich mal den Blitz dazu, denn diese Aufgabe wird jetzt schon etwas schwieriger. Wieso? Das wirst du gleich sehen. Starten wir einfach mal wie vorher. Wir wollen diese 92% als Grad angeben. Wir wissen noch, dass 100% gerade 360 Grad sind, nämlich der ganze Kreis. Das heißt, 1%, das waren 3,6 Grad. Indem wir durch 100 dividiert haben, haben wir das erhalten. Jetzt wollen wir die 92% darstellen, indem wir genau mit 92 multiplizieren. Das machen wir jetzt auf der rechten Seite auch. 3,6 mal 92 müssen wir wieder in einer Nebenrechnung ausrechnen. Ich schreibe das hier unten wieder auf. Okay,
9 mal 6. 9 mal 6 ist 54. Deshalb kann ich 4 eintragen. 5 merke ich mir. 9 mal 3 ist 27. Und 27 plus 5, ganz genau, das ist 32. Jetzt muss ich 2 mal 6 berechnen, was 12 ergibt. Und 2 mal 3 ist 6, plus 1 ist 7. Jetzt addieren wir die zwei Zeilen zusammen. 2, 4 plus 7 ist 11, das heißt 2 plus 1 ergibt 3. 3 schreibe ich einfach herunter. Jetzt muss ich mein Komma noch setzen. Das heißt, ich erhalte 331,2 Grad für 92%. Diese 331,2 Grad müssen wir jetzt in unseren Kreis einzeichnen. Das heißt, ich schnappe mir wieder mal meinen Zirkel und zeichne einen beliebig großen Kreis, der meinen 100% entspricht. Los geht's! Wie auch beim letzten Beispiel kann ich wieder einen Radius einzeichnen. Das heißt, ich verbinde den Mittelpunkt mit meiner Kreislinie. Und wenn ich jetzt versuche, hier den Winkel abzutragen, siehst du, dein Geodreieck schafft nicht mehr wie 180 Grad. Okay, das heißt, wir müssen uns zuerst überlegen, um wie viel Grad ist denn 331,2 Grad zu viel? Was ist das mehr als 180 Grad? 180 Grad plus was ist 331? Das müssen wir uns jetzt überlegen, dass wir schließlich den passenden Kreissektor einzeichnen können. Also 180 Grad und was ergibt diese 331,2 Grad? Du weißt natürlich sofort, wie man sich das ausrechnen muss. Dazu rechnen wir 331,2 minus 180. Das kannst du jetzt entweder im Kopf oder handschriftlich. Ich habe das gleich im Kopf gemacht und erhalte 151,2. Das heißt, 180 Grad plus 151,2 Grad ergibt meine 331,2 Grad. Okay, was heißt das jetzt für mich beim Zeichnen? Ich muss jetzt mein Geodreieck andersherum anlegen wie vorher und überlege mir, hier starte ich und ergänze meine 180 Grad, also den halben Kreis, der über dem Geodreieck ist, um die 151,2. Das heißt, ich zeichne hier jetzt 151,2 Grad ab. Ganz genau. Und jetzt kann ich mir wieder meinen Radius hier einzeichnen. Jetzt ist die Frage, welcher Kreissektor entspricht meinen Prozenten? Das ist der hier heraus, nämlich der halbe Kreis plus diesen 151,2 Grad, die wir noch unten angezeichnet haben. Das sind meine 92%. Alles klar? Perfekt, denn im nächsten Video bist dann du an der Reihe. Du darfst selber ausprobieren, sowas zu zeichnen. Am besten, du richtest dir dafür gleich einen Zettel, einen Zirkel und ein Geodreieck mit Bleistift her. Tschüss und bis dann!